baue irgendeine Scheiße. Warte, was war die Platte hier? So. Oh Mann! Ich dachte, da gebe ich die Tür mit auf. Bam, das kann da rein. Die Flipper behalte ich. So. Oh, ah ja, guck mal, ich wollte mal den Ruler ausprobieren, wie der wohl aussehen mag. Ach, jetzt habe ich ein dickes Raster hier über dem Terra. Nimm mal den Ruler und tu das mal in deine Items da rechts in die Leiste rein. Dann hast du ein Raster. Ach so, das ja. Das sieht richtig hässlich aus, aber das hilft, glaube ich, auch nicht beim Bauen. Das sieht einfach nur scheiße aus. Warte, ich komm mal eben. Oh, unbedingt noch Steine. Bei dem Goblin-Tünnis, ne? Ey, was machen hier die drei Hasen? So. Bei dem Goblin. Kann man den hier bei dem Goblin-Idioten kaufen? Ah, doch. Warte, nein, warte, kauf die keins. Kauf die keins. So war das anders. Ich geb dir einfach mal meins. Hab ich hier. Schon, verdammt. Aha. Hier ist trotzdem noch meins. Warte, ich guck's dir mal an. Boah. Ist ja mal mega kacke, ne? Alter. Das wäre gut zum Platzieren der Blöcke. Okay, dann kannst du abzählen mit, aber. Hätten sie ein bisschen schwächer machen können, ehrlich gesagt. Wenn du das vergisst, denkst du, aus der Bildstörung. Wie spät haben wir es eigentlich? 19:40 Uhr. Pass auf, ich mache jetzt nochmal eben schnell die Dinger hier leer. Ein paar Minuten hast du noch, oder was? Ein paar Minütchen habe ich noch, ja. Dann können wir nochmal irgendwo hin. Warte, den Monsterblock mal eben versuchen. Ja, genau. Und wenn es Nacht wird, habe ich noch zwei Augen, die wir machen können. Damit wir dann wieder beim Thema Harveys neue Augen wären. Nee, Edna bricht aus. Das spiele ich ja gerade momentan. Ich kann ja mal erzählen. Ach, das ist so schön. Damals, als ich noch so richtig jung war, habe ich immer so gerne so Monkey Island oder hier Indiana Jones, Fate of Atlantis und sowas gespielt. Ja. Und Edna bricht aus ist echt so ein richtig schönes Point-Click-Adventure, was halt nicht so alt ist, was echt super Humor hat und oh, ist das schön. Also schon neueres, oder was? Das ist relativ, ja, nicht relativ neu. Harveys neue Augen ist jetzt relativ neu. Edna ist schon ein bisschen älter, aber nicht, also bei weitem nicht so alt wie Monkey Island oder sowas. Aber Edna im Richter aus ist schön. Das gefällt mir fast noch besser als Monkey Island und Konsorten, also. Ja, Monkey Island ist ja eigentlich uralt, ne? Wenn du den ersten Teil nimmst. Nimmst du Amiga? Oh ja, aber schön. Oh, warte, hier ist noch ein Falling Star drin. Warte, wo habe ich da jetzt die Krone reingetan? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe aber mit meinem Bogen schießen. Hui! Ich habe bestimmt schon dreimal gesehen, aber irgendwie. Ah, hier, ich hab sie. Okay. Geil! Wollen wir den hier draußen beschwören? Ja, warte, ich gucke jetzt erst, ob ich das craften kann. An dieser neuen Tinker-Gedöns. Hast du dir gerade einen Stern gemacht? Ja. Wir hatten noch 9 und einen in der anderen Kiste. Und geht es? Nö, oder da müssen wir an so einen Dämonenaltar machen, weil das doch böse Sachen sind wahrscheinlich. Ja, dann gehen wir eben schnell zu einem Dämonenaltar hin. Ja, rechts oder links? Rechts in die Corruption ist, denke ich mal, nicht so weit. Ja, stimmt. Und wir haben Rocket Boots. Der Hase ist geplatzt. Das war mein Pfeil. Das fand ich jetzt witzig. Ey, das verbraucht noch niemals Mana. Das verbraucht ja noch niemals Mana, ne? Aber es ist halt aber auch nicht unendlich, sondern nur so ein paar Sekunden. Aber es hilft trotzdem. Ist das cool oder ist das cool, Mann? Und dann dazu kein Fallschaden. Da bist du so der King, da bist du so am Rulen hier das Spiel. Fallschaden wäre mies. Hier, guck mal, hier ist der olle Meteorit noch. Den könnten wir notfalls gleich noch. Warte mal, ich hab mein TNT. Oh. Nicht mit. Nein, nicht mit. Wenn, dann gehen wir eh tagsüber hin und bauen das ab. Dann sind die olle Meteoriten nämlich nicht da. So. Glaube ich. Ja. Yeah. Ich glaube, die kommen immer. Ja? Oh, guck mal, da war Kupfer. Wollen wir das nicht lieber mitnehmen? nein. Warum ist er denn so wahnsinnig schnell?
Aber wir hätten auch die 30 Linsen mitnehmen können, da hätten wir noch 6 Augen beschwören können. Ich hab noch 2, so, das reicht. Bist du direkt den ersten runtergefallen? Ja, aber ich seh nix. Jetzt siehst du was. Mist, ich hab keine Fackel mit. Na super, hier ist nichts. Kannst direkt wieder hochgehen und am besten auch nicht direkt den nächsten nehmen, sondern direkt ein paar weiter gehen. Der nächste ist nämlich auch nur so einer. Achso, okay. Dann nehme ich mal den übernächsten. Tun sie das. Ach, ich nehme mal ein Schwert zum. Ah, hier ist auch nichts drin. Auch nix? Ne. Aber hier kommt man relativ fix wieder raus, muss ich ja schon sagen. Ja, jetzt mit den ganzen Items geht das echt ziemlich zügig. So viel dazu. Ziemlich zügig nochmal runterfallen. Nächstes Loch. War die Kugel ist so lahmarschig, ne? Ja, hier ist auf jeden Fall schon mal was passiert. Ja, hier sind so Dinger. Ja, wir waren hier unten ja auch schon mal. Jetzt nehme ich auch nochmal. Ja, Slime Crown habe ich. Sehr schön. Kann man so ein Ding nicht mitnehmen? Eigentlich? Nee. Oh, da macht man sich nur ein bisschen Schaden bei. Aber nur ein bisschen. Aber das kann man abbauen, wenn man die Wall of Flesh platt gemacht hat. Weißt du schon hundertprozentig? Ja. Ja, ich glaube, die droppt so einen Hammer, womit du das kaputt machen kannst, und ab dann wird die Welt schwer. Also, ist ja nicht so, dass das Spiel jetzt schon schwer ist. Ne, jetzt ist ja super easy, ne? Ja gut, jetzt geht's eigentlich gerade wirklich mit den ganzen Items jetzt so, wo man da kombinieren konnte. Das ist schon schick. Na gut, dann auch mit Dschungel jetzt noch nächste Mal dann wahrscheinlich. Ich denke mal, da kommen wir jetzt auch ein bisschen besser durch. Soll ich den einfach mal, ne, in der Corruption Zone nicht rufen, oder? Obwohl es ein Latte. Nee, wir gehen, nimm einen Spiegel, da fahren wir den. Ach ja, stimmt. Das vergesse ich jetzt mal, ey. So, gehen wir einfach nach rechts hier oder nach links? Ich weiß nicht, wo mehr Platz ist. Ach, hol den hier, komm, wir machen den jetzt hier. Hol. Warte, hier so ein bisschen am Rand, quasi hier. Und? Ruf den King Slime, warte. Wow! Wo ist er? Ich weiß nicht. vielleicht kommt er auch erst noch. Der kommt bestimmt von oben, war so ein Riesenblob. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Ah, ich warte mal eben hier. Pass auf, der kommt nur tagsüber. Den hättest du jetzt aber nicht rufen können. Ah, hier ist er! Auf dem Haus! Haha, echt? Ja! Komm her, nach links! Boah, der ist aber richtig fett! Nee, irgendwie ja nicht. Ich hab ehrlich gesagt gehofft, dass der dreimal so groß ist, oder? Ja, so. Stimmt eigentlich. Und der hat voll wenig HP. Ja. Das ist echt keine große Herausforderung. Egal, das hat man den mal gesehen. Boah, das macht aber deutlich. Deutlichst. Wird der irgendwie kleiner, ja, ne? Ja. Kennst du das Spiel Super Mario World 2 Yoshi's Island? Für die Super Nintendo damals noch, da gab es so einen Boss, der war so aus dem guter Stein, der wurde auch immer kleiner. Ein bisschen von da abgeguckt. Der Teil 1 habe ich gezockt. Ja, Super Mario World einfach nur, ne? Ja. Ach toll, ich habe den Ninja Hood. Yoshi's Island ist der, wo man halt als Yoshi spielt mit Baby Mario auf dem Rücken. Aha. Weißt du, was der gedroppt hat? Na? Guck mich an. Ernsthaft? Den Ninja Hood. Das hat sich ja richtig gelohnt. Na, immerhin. Und dafür haben wir 25 Goldbarren über die Jordan geworfen. 30! Ey, komm, mach noch ein Auge. Scheißegal. Sollen wir noch so einen Blob machen? Dann habe ich Ninja-Ausrüstung. Hast du noch einen Blob? Warte, ich guck mal eben. Geht ja schnell eben gucken. Wir haben noch. Da ist schon mal nix. Da auch nicht. Oben vielleicht. Ah, ich merk schon. Mir ist langweilig. Oh, dein Auge fliegt hier durch unsere NPCs durch. Oh, schön. So muss das. Hey, wo ist er? Ne, ich glaube, uns fehlt noch dieses Gel. Wie viel Gel hast du noch? Gar keine. Oh, verdammt. Ich muss jetzt mal gucken. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Aber vorher hatte ich noch gar keine. Doch, eigentlich schon. Der Blob hat doch unzähliges verloren. Nee, musst du alles aufgesammelt haben, ich hab nichts. Aber der ist so Kindergarten, aber der macht Spaß, der Boss. Hui!
So kann ich mal ein bisschen, meine Waffen testen mal. Ja, ich mach schon mal so eine Goldkrone. Ey, hab ich nicht mehr so ein Zeug. Wie ich den auch einfach mal so nebenbei mache und du da über die anderen Kram machst, ne? Genau. Drauf geschissen. Oh, zweite Phase, da kriege ich ja richtig Angst. Nee, ich brauche auf jeden Fall noch Gold. Oh, ich tu mal das Gold in der Truhe wieder. Mach das. Ich mach hier ein bisschen den Auge. Den Auge. Quickstack. Jo, passt. Jetzt komm ich. Oh, jetzt wo er gleich tot ist. Oh, komm raus. Du alte Homo. Schwulenpower. Okay. So. Unholy okay. Arrow. Ja, für nächstes Mal werde ich unsere alte Welt nochmal plündern. Da haben wir bestimmt genug, um noch ein paar Slimes zu spawnen. Und ein paar Augen. Einfach weil ich es kann. Komm, er brennt. Ja, ich habe ihn mit meinem Flaming Arrows mal abgeschossen. Klar, man muss dann immer ausweichen. Das ist. Dann nehmen wir den noch. Nehmen wir nochmal den. Ach doch, der zieht auch gut rein. Ach genau, was habe ich denn noch für eine Schusswaffe hier? Ich glaube gar keine mit. Toll. Stirb. So, jetzt, wenn er nächstes Mal oben ist, ist er platt. Yay! Ich da mal reinhüpf. So, und jetzt habe ich 11 Slime. Jetzt hast du hier noch ein paar, bitteschön. So. Ne Gel. Ach da. Okay. Ne, für den Blob würden uns 5 Gel und 5 Gold fehlen, genau. Ja, machen wir das halt in der nächsten Aufnahme nochmal mit dem Blob. Ja. Hab ich Ninja-Anzug. Kommt der nochmal. Der Herald. Aber unser Haus sieht doch nach ein bisschen mal aus, finde ich. So ja. Nein, eigentlich ganz schick. Ach ja. So. Dann nochmal eben gucken, was die hier so im Angebot haben. Ob die auch immer neue Angebote haben, ja, ne? Ja, irgendwie ist das jetzt nicht so neu, was die da haben. Nee. Illegal Gun Parts. Das hört sich doch interessant an. Vielleicht kann man sich damit die Überknifte basteln, aber. Was hat der hier im Shop? Der hat ein Safe. Buy Price 50 Gold. Ach, das ist auch wieder so benutzer, also weltübergreifend, weißt du? Ah ja, okay. Wahrscheinlich mit mehr Platz aber als die Piggy Bank, ne? Ja, dafür so normale Sachen, meine ich. Was haben die denn hier? Formula Wick, Formula Shirt. Ich kaufe mir mal gerade noch ein Shirt für ein Gold. Einfach, dass ich einheitlich gekleidet bin. So, guck mal. Mit deinem BH. So, ich fliege nochmal einmal um das Haus rum, mach den Hasen tot. Das ist voll geil. Vielleicht ist hier ja direkt eine Insel drüber. Über unserem Haus? Ich glaube kaum. Ne, ich glaube auch nicht. Haben wir die Himmelsinsel hier eigentlich schon gesucht oder war es noch in der alten Welt? Ne, war nur in der alten. So ja, ich weiß. Dann können wir ja. Warte, ich müsste noch mal reingucken in die Aufnahme. Aber wir können ja dann mal gucken, ob wir noch irgendwie. Vielleicht findet man ja noch ein paar. Oh, Sterne. Ah, ich sehe den Sternenhimmel. Dann müssen wir in der nächsten Folge nochmal gucken, wegen Himmelsinseln oder so. Ja, da gab's auch relativ nette Items. Was ist hier unten eigentlich? Ah, nichts. Ne, da haben wir doch runtergebaut. Und wir müssen das hier noch leer pumpen. Ja. Ach du Scheiße, aber ziemlich weit leer pumpen. Ah ne, so war das.
Ich gehe ein paar unschuldige Hasen töten. Das hat Spaß gemacht. So, wie viel haben wir's? Oh. Ja, dann können wir jetzt eigentlich einen Cut machen. Ich weiß nicht, ob man in 7 Minuten noch irgendwas zu reißen gibt, ne? Ob man auch noch irgendwas Sinnvolles anstellen kann, ist mir jetzt fraglich. Nee, glaube ich auch nicht. Ich leuchte noch ein bisschen aus für die nächsten Bosskämpfe mal hier.